Hier, ihr kleinen Malakas, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey mit Alexios und Ikaros. Ja, Freunde, mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja diese Folge, das Fragment zu holen. Wahrscheinlich nicht. So. Ich kann nur einen markieren. Ich würde sagen, ich erledige die mal von hier aus. Zack. Und dann ist Feierabend hier. So. Und jetzt holen wir uns den Kram, Freunde. Ernsthaft hier am Strand? So, jetzt runter da. Was ist hier? Warum kann ich das nicht... Hier leuchtet's doch. Kann ich hier nichts einsammeln? Na, egal. Wir haben die Perlen. So. Phobos, mein Guter. Komm mal ran hier. Alter, entscheide dich mal für eine Richtung. So, warte mal, wo sind wir jetzt? So. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Und hier habe ich auch noch Quests. Ich habe so das Gefühl, man muss irgendwie erstmal eine Quest abschließen, bevor man, also eine bestimmte Quest, bevor man hier zu dem Fragment kommt. Okay. Ich würde sagen... Wobei, das wird wieder ein Lager sein. Aber vielleicht ist das ja nur klein. Kann ich das Fragezeichen hier mitnehmen? Oh, Level 48, come on! Show yourself! Ach, ich bin schon wieder vorbeigeritten. Ich Idiot. Ist ja hier. So. Mal, so groß ist das doch nicht. Ich muss niemanden umbringen. Das wird doch eine schnelle Nummer. Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Was macht der Elch? Ganz ruhig, ganz ruhig. So, erstmal hier. Dann. Zack. Alter, was? Warum rennen die direkt zu mir? So, machen wir den Löwen frei hier. Oh. Oh oh. So, und der Schatz ist da oben oder was? Nee, da. So. Und tschö mit Ö. Phobos. Komm, wir machen weiter. So, dann habe ich das abgeschlossen. Da müssen wir eh nochmal hin. Die meinte hier ja. Bin ich richtig. Die Höhle mit den Pilzen kann nicht weit sein. Dass die Pilze in so einer Bärenhöhle im Bärenkot. Pennen die? Die pennen doch. Oh! Hallo! Ich muss hier aber nichts sammeln, oder? Also, das ist kein Ort zum Abschließen, oder? Ich will doch nichts. Ich will doch nur eure Kotpilze.
Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch rein und sagt so: Schlagen Sie ruhig weiter, ich möchte nur Ihre Kotpilze. Und auf geht's. Da würde ich auf jeden Fall am nächsten Tag direkt umziehen, direkt. Weil der Typ weiß, wo ich wohne, oder? Die Frau, je nachdem. Also, nachdem ich die Kotpilze verkauft habe. So, was müssen wir denn jetzt? Ach, Silos zerstören. Aha. So. Und da. Okay. Ella. Ella, Ella. So, den Zaun mache ich auch noch kaputt. Ja! Ist so geil, die Explosion immer noch im Hintergrund. Okay, und jetzt du. So, dann machen wir mal nach da oben. Jetzt wird mich eine ganze Meute jagen. Oh, wieder 3 Sterne. Prima. Hallo? Habe ich den Ort abgeschlossen? Was ist denn? Ella. Na los. Oh, jetzt. Pass auf, Freunde. Jetzt holen wir uns Level 48. Wenn ich mit der geplaudert habe. Erstmal hole ich mir hier die 2 Schätze. Okay. 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 Alter! Was? So, gib erstmal den Schatz hier. Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Na klar. Oh. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Schwung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Es wäre irgendwie cool, wenn es wirken würde, wenn es mir einen Vorteil verschafft, dann. Ich sag einfach mal, ich glaube dir. Wenn es so wirkt, wie du behauptest, wäre es dumm, es nicht zu trinken. Ja, trink es alles aus. Bei den Versuchen mit lebenden Testobjekten ist mir etwas aufgefallen. Wir werden alle zu Stein, wenn wir tot sind. Was? Und ich hab die Scheiße getrunken. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Eske. Yo. Boah, wie wenig das zieht. Was ist denn nur los, Alter? Was sind hier für Leute unterwegs? Oh nee, der kommt jetzt nicht hierher, oder? Und jetzt hat sie Gift aufgetragen. Alles klar, alles klar. Warte mal, ich wechsle mal ganz kurz auf die Schwerter hier. Und jetzt rauf. Bam, 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 bam. Auch mal die Todespfeile nochmal. Nein! Nein! Oh no! Was war das denn? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Keine Pfeile mehr. Boah, ich habe nicht so viel Holz, ne? Soll ich vielleicht erstmal die Todespfeile weglassen? Mit den normalen weitermachen? Wo bist du? Komm! Alter, die ist auch noch zusätzlich unsichtbar, oder was?
Und noch einer. Yippie. Pass auf, jetzt gibt's Schmackes. Oh. Oh, 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 nein, nein, nein. Alter, das scheiß Huäh hat mich so abgelenkt. Huäh. So, jetzt ist Feierabend nämlich. Und ich trinke die scheiß Kotpilze auch noch. Level 48, Freunde. Kann doch nicht sein. Und ich dachte, ey, irgendwie gibt mir das einen Vorteil, aber nein. Aber ich bin auch blöd. Seit wann gibt's denn in Assassin's Creed Zaubertränke? So, was sind denn das hier für Schätze alles? Sag mal, gehört das irgendwo zu oder ist einfach so? Wer weint denn hier? Das sind einfach nur so Schätze. So, gut, na komm. Dann sammle ich hier mal noch die Quest ein. Tapfer, ist keine Furcht in deinem Herzen? Nee. Diese Frage sollte ich deins durchbohren. Ha! Ich hätte einen sehr lukrativen Auftrag. Gefährlich noch dazu. Hättest du Furcht in deinem Herzen, wärst du der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen? Komm, erzähl. Ich fürchte niemanden. Ist die Wahrheit. Ich rede doch nicht von einer Person. Ich rede von den gefährlichsten und unberechenbarsten Kreaturen. Bären! Was willst du mit ihnen? Ich brauche Felle für Brustpanzer. Die besten gibt es auf der Insel Chios, nördlich der Stadt Chios. Ich mache dir auch einen, wenn du sie mir besorgst. Machen wir. Ich besorge dir deine Bärenfelle. Ausgezeichnet! Wenn du überlebst, belohne ich dich mit dem besten Brustschutz, der je angefertigt wurde. Ja, aber spuck nicht so große Töne, Junge. Wo finde ich die? Diese Bären, wo halten sie sich auf? Im Jagdwald der Artemis, nördlich der Stadt Chios. Da war ich schon mal. Ich habe genug über Bären geredet. Ich glaube, du könntest den ganzen Tag über Bären reden. Ich komme mit den Fellen zurück. Beeil dich. Ich habe zahlende Kunden, die auf Brustpanzer aus genau diesen Fellen warten. Ich muss nach Chios segeln, um die Bärenfelle zu holen. Ja, ja. Aber bis jetzt ist das doch irgendwie... Also wir haben jetzt hier noch eine Quest, aber... Das ist doch alles jetzt nicht irgendwie... essentiell für das Fragment. Aber ich war ja am Tempel. Man konnte ja nicht einfach rein. Und da stand ja auch nicht, dass ich irgendwie vorher nochmal zu Pythagoras muss. So. So, es werden schon weniger Kopfgelder. Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Ja, komm, dann mache ich das hier und das hier noch. Und das vielleicht noch. Können wir hier eine Schlacht austragen? Nice, wie die sich hier Fackeln machen. So, was brauchst du denn? Hilfe! Beruhig dich, sag, was los ist. Mein Mann ist zu spät. Nein, vermisst. Er und ein Freund haben einen riesigen Wolf südlich von Mytilene verfolgt. Sie wollen sein Fell. Klingt nach Ärger. Ich hoffe, er ist ein guter Jäger. Ohne Gewissheit. Kann ich mich nur sorgen. Wenn du es sagst. Kann ich dich anheuern, um meinen Mann zu finden und den Riesenwolf zu töten? Warum sollte ich den Wolf töten? Ich kann doch einfach die beiden Männer zurückbringen. Alter, diese Moves. Setzen die beiden Idioten ihre Jagd fort.
Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Und ich gebe dir den Helm meines Mannes als Bezahlung. Ich finde deinen Mann und töte den großen Wolf ein für alle Mal. Hab Dank, Söldner. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Warum nennst du den Wolf riesig? Ist das ein Alpha-Tier? Warum glaubst du eigentlich, dass es kein gewöhnlicher Wolf ist? Mein Mann sagte, er sei doppelt so groß wie alle anderen. Wohin genau ist dein Mann gegangen? Wohin im Süden von Mytilene hat er den Wolf verfolgt? Nach Südwesten, in die Berge. Dort hat er bei einem Schrein sein Lager aufgeschlagen. Ich mach los. Ich finde deinen Mann und seinen Freund. Und den Wolf werde ich für dich töten. Möge Artemis deine Pfeile lenken. Ja, möge sie das mal tun. Ja, also irgendwie müssen wir einfach so in den Tempel reinkommen. Aber ich weiß nicht wie. So, hier, das Ding muss ich noch. Ach, Quatsch. Hier muss ich hin. Komm, Phobos! Hatte ich eigentlich schon mal 5 Sterne? 5 Söldner sozusagen? Weiß ich gar nicht. So, hier muss irgendwo noch ein Schatz sein. Ach, da. Und schwupp. Gewand des Reisenden. Ach so, ich bin ja jetzt auch Level 48. Das bedeutet, vielleicht kann ich neue Rüstung probieren. Aber da gucke ich später. So, jetzt die Schnellreise noch. Artemis-Tempel. Ja, da muss ich mein Glück nochmal versuchen beim Tempel. Kann natürlich auch auf der anderen Seite sein, ne? Da war ja auch noch so ein kleines Örtchen. Und da gab es, glaube ich, auch noch Quests. So. Das ist das mit dem Jäger. Okay. Tja. Hier ist halt noch was, ne? Es könnte halt auch hier was sein. Guck mal, Romantik im Steingarten. Warte auf Galanos. Der Fischersohn. Das könnte ich halt auch noch machen, ne? Aber ich habe hier halt... Na gut, das ist nicht so weit. Pass mal auf, dann mache ich erstmal hier rüber. Ich will das jetzt endlich machen, hör mal. Ich probiere das mal mit dem Steingarten. Das klingt nach der richtigen Quest. So, und zwar hier. Level 48, das heißt, ich kann auch demnächst in die Arena gehen und den Champion herausfordern. Das klingt doch sehr nach unserer Quest. Oh, danke, Götter. Hilf mir, bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu. Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert. Zügel deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen. Sie sieht einfach nur verängstigt aus. Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia. Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich werde sie retten. Ich rette Ligeia und töte jeden, der mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Was ist die Schlangenhaarige? Was genau ist das für eine Kreatur? Böse. Herzlos.
Unbegreiflich. Wir müssen das Mädchen töten, bevor sie die Schlangenhaarige zu uns führt. Wo liegt das versteinerte Tal? Ja, ich weiß es doch, aber... Der Wald, in dem die Kreatur haust. Wo ist er? Jenseits des versteinerten Tempels, nördlich von hier. Es ist ein dunkler Ort, der von Schatten heimgesucht wird und wo es verfluchte Steine gibt. In seiner Mitte befinden sich Ruinen. Von dort kehrten nur wenige zurück. Wer ist Ligeia? Du erwähntest eine Ligeia. Ligeia. Sie ist so anmutig und schön, dass es keine Worte gibt. Eine Tochter der Artemis. Mutig, nicht wie ich. Welch dunklen Preis bot die Schlangenhaarige für ihre Seele. Sie lebt, Söldner. Das weiß ich. Na dann, auf! Sollte diese Schlangenhaarige Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht, sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldner. Bürger, wir müssen die Stadt... Ich habe Bärenkottrank getrunken. Wir müssen sterben. Mir kann nichts passieren. Ich erledige das. Ach so, okay. Oh, jetzt hätte ich fast... Was wollt ihr denn, Männer? Ich bitte euch, das ist Zeitverschwendung. Versammelt euch bitte. Versammelt euch alle. Ja, hier so und jetzt... Aha. Alter, ist der da runtergefallen? Zack. Und was wollt ihr denn? Zack. Und Feierabend. Du auch nochmal? Alter, die können es nicht sein lassen. Komm. So. Jetzt. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Dann let's go. Ich verstehe, wirf dein Leben nicht weg. Liebe mag unser aller Ende sein, doch sie lohnt den Preis. Meine Drachme für Charon liegt schon lange bereit. Gehen wir. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brice. Alexios. Ligeia wartet auf mich, Alexios. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann lass uns gehen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde. Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Alter. Alles Upgrades. Komm, ich... Na los. Geh ruhig vor. Schön, wie sie läuft. Ach, okay. Na dann los. Komm schon. Endlich, Freunde, endlich. Endlich. Das letzte Fragment. Na los. Ist natürlich blöd wieder im Dunkeln. Aber egal, Freunde. Oh, Schatz plündern. Okay, machen wir. Die Quest abgeschlossen. Dieser Ort gehörte uns, Ligeia und mir. Ein verbotener Ort für eine verbotene Liebe. Nicht gerade gemütlich hier. Selbst Beerdigungen sind romantischer. Stücke ihrer Kleidung führen zum Unterschlupf der Schlangenhaarigen. Bitte, wir müssen uns beeilen. Gehen wir. Finden wir Ligeia. Zeig mir den Weg. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht in den Tod mitgenommen. Aber wenn sie das so möchte, dann nehme ich sie mit. Der liebe lange Schatten. Wie läuft die denn?
Oh, ich tue mal so, als würde ich das jetzt zum ersten Mal sehen. Oh. Oh. Welch mystischer Ort. Welch glitzernde Bäume. Was ist das für ein Ort? Hier gibt es kein Leben. Wir betreten das Reich der Schlangenhaarigen. Hörst du? Medusa. Der Ton, was der Nebel verschleiert. Das Atmen wird immer schwerer. Selbst die Luft ist tot. Diese Statuen sehen seltsam lebendig aus. Und ihre Gesichter zeugen von Angst. Aber war das nicht... Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Stein und lässt sie in Angst erstarrt in alle Ewigkeit. War das nicht so, erst wenn man ihr in die Augen guckt oder die Schlange anguckt, wird man versteinert? Wenn sie zu Stein erstarrt ist, wie begraben wir sie? Sie wird Charon nie treffen. Aber die Leute, die... Miguel! Warte mal! Die rennen doch alle weg. Also, die können doch so nicht versteinert werden. Versteht ihr? Das riecht nach Ärger, Freunde. So, aber warte mal. Ich speichere hier erstmal. So, und schwupp. Wir müssen hinein. Wir müssen hinein. Doch ich sehe keinen Weg. Und die Mauern sind zu glatt zum Klettern. Ach, da kommst du hoch. Sie sollte nicht da drin sein, sondern in meinen Armen. Ihr Atem, ihr Geruch. Jede Nacht trafen wir uns bei den Ruinen des Schreckens. Ich kam ein einziges Mal zu spät. Ich suchte nach einer Rose für sie. Sie sollte perfekt sein, wie sie. Es ist meine Schuld. Wäre ich rechtzeitig hier gewesen. Es ist deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Dann wärst du ebenso gefangen worden. Vereint. Du warst auf der Suche nach einer Rose, einem Geschenk. Bereue nie eine Tat der Güte, Bries. Hab Dank. Was weißt du über diesen Ort? Ligeia ist eine Tochter der Artemis. Ihr Volk lebte hier vor langer Zeit. Einer Legende nach fanden sie ein altes Artefakt in einer Schlangengrube. Ligeia glaubte, sie hätten es noch immer, verborgen in ihrem Dorf auf Chios. Ich finde es. Es gibt ja noch einen Söldner, der behauptet, die Kreatur erlegt zu haben. Unmöglich. Aber viele glauben ihm. Vielleicht weiß er etwas. Oh, verdammt! Der Söldner, dieser Bezwinger der Schlanghaarigen... Wo finde ich ihn? Er ist auf dem Berg im Tempel des Poseidon, der griechischen Perle. Helden von überall her wollen ihn herausfordern, um Ruhm zu erlangen. Doch er kann die Kreatur nicht getötet haben. Sie hat Ligeia entführt. Hast du die Kreatur selbst gesehen? Nein, aber nur sie wäre stark genug, Ligeia zu entführen. Sie ist zu mutig. Und zu stur. Ja, dann. Ich finde einen Weg hinein und dann töte ich diese Kreatur. Und ich finde die Rose für Ligeia, die ich ihr in jener Nacht geben wollte. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch manche an uns. Die Dichterin Sappho. Wir lieben sie. Bitte, Alexios, eile! Das muss die uralte Perle sein. Was? Oh, Hallöchen, wer hat sich denn hierher verlaufen? So, Quest abgeschlossen, Schlüsselanhänger. Neue Quest. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das doch nicht diese Folge schaffen. Nun gut, aber soweit ist das ja gar nicht. Vielleicht, guck mal hier. Das ist doch hier gleich. Vielleicht kann ich den ja schnell holen. Ne? Ja, also. Die Scheibe. Wir brauchen mal wieder so eine Scheibe, oder? Wie bei dem Zyklopen.
Zack, wo ist er? Prima! Da ist der Tempel auf dem Hügel. Prima! Und ich jump hier runter. Nee, weißt du was? Komm. Bin ich zu faul, Freunde? Bin ich zu faul? Das kann ja jetzt nicht lange dauern. So. Höre zu! Unsere Lieben sind wie... Entschuldigung? Wir werden in Dunkelheit geboren und erheben uns zu den höchsten Gipfeln, bevor wir wieder in der Dunkelheit versinken. Ein Krieger und ein Sophist. Mal was anderes. Das ist keine Philosophie. Es ist Wahrheit. Erlernt durch Gewalt, Schicksal und das Böse. Das wahre Böse. Du sprichst von der Schlanghaarigen. Die Kreatur. Als sie uns draußen angriff, dachten wir nur ans Überleben. Mein Speer erlaubte mir, ihrem Blick zu entgehen. Ich hatte Glück. Meine Freunde nicht. Wie konntest du die Kreatur besiegen? Sag mir, wie du die Kreatur besiegen konntest. Es ging alles so schnell. Wir wollten in den Tempel eindringen und sie in die Ecke drängen. Doch sie überfiel uns, bevor wir dort waren. Danach war keine Zeit mehr zum Taktieren. Und warum warst du dort? Warum habt ihr die Kreatur überhaupt angegriffen? Maskierte Soldaten heuerten uns an, um ein altes Objekt aus ihrem Nest zu stehlen. Mhm. So, und was weißt du über diesen Gegenstand? Erzähl mir von dem Objekt, das ihr stehlen solltet. Tatsächlich glaube ich, dass sie gar nicht genau wussten, was es ist. Nachdem ich die Bestie erlegt hatte, wollte ich ihr Nest durchsuchen. Doch es war versiegelt. Erlegt. So. Gib mir den Speer. Gib mir den Speer. Wir sind Krieger. Ihn kampflos abzugeben, hieße, meine gefallenen Freunde zu entehren. Mhm. Okay, na dann komm mal ran hier. Du kriegst jetzt richtig auf den Deckel. Warte mal. Ich wechsle mal kurz hier auf die Axt. So, komm ran jetzt. Bam. Bam. Oha, der hält ja doch eine ganze Menge aus. So. Zack. Zack. Alter, die Pfeile. Die sind einfach der Shit. Oh nein, nicht noch ein Söldner. Eine Söldnerin. Scheiße. Aber machbar, Freunde. Nicht schon. Alter. Und er wird natürlich nicht vergiftet. Ach, geh mal weg mit deinen ekligen Bomben, ey. Dieser Speer ist nichts Besonderes. So, egal, ich hab'n. Der Schlüssel zum Glück. So, ich muss wieder in den Steingarten. Kann ich schon schnell reisen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Komm, die haben mich doch verloren. Tschüss. Jetzt aber, oder? Ja. So, Freunde, aber ich würde sagen, das müssen wir nächste Folge machen. Denn die Zeit ist schon rum, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder, wo wir endlich, endlich gegen Medusa antreten. Macht's gut, bis morgen. Ciao.